Düsen sind okay, Antriebe auch. Die Küstenwacht wird überrannt. Tigris braucht Hilfe aus der Luft. Eins nach dem anderen, Jungs. Erst sichern wir die Basis, dann helfen wir Tigris. Roger, Starterlaubnis erteilt. Starterlaubnis erteilt. Wir halten diesen Hafen nur, wenn wir die Luftröhre zurückerlangen. Räumen wir auf und drängen die SDF aus diesem Luftraum. Feuer! Feuer! Skater nähern sich! Angriff! Die Skater angreifen! Luft, Kashima! Luftabwehr, auf die Delta konzentrieren! Jackals sind da nicht drauf ausgelegt. Tigris, wir brauchen etwas zur Chancengleichheit. Roger, Sky-1-1. Wir haben eine Raketenvorratsdrohne bereit. Markieren Sie die Position. Raketen unterwegs. Position markiert. Vorratsdrohne kommt. AB. Geladen und entsichert. Skars, trefft sie mit euren Raketen. Fast fertig! Die Basis ist bald gesichert! Arbeiten! Nur noch ein paar! Schießen wir sie ab und helfen der Tigris! Hab's gleich! Die Geschütze verteidigen! Kampfschiffe! Skars, wir haben Matex im Kampfgebiet! Diese Kampfschiffe angreifen! 3-2, Winterstar! Alle Teams, die Kampfschiffe angreifen! Auf ihre Waffensysteme feuern! Achtung, Luftabwehr! Feuer! Bestätigt! Skars! Sammeln für Orbitalstart! Verstanden! Steigen wir auf! Reyes, sind in Position! Warten auf! Gut gemacht, Marines! Transport organisieren! Wir treffen uns bei der Retribution! Verstanden, Star-Star! Wie willst du oben, Lieutenant? Raider, Tigris hat einen Backbordmotorschaden. Erbitte sofortige Unterstützung. Raider wird an Bord des Kriegsschiffs gehen und es ausschalten. Warten Sie. Wie ist der Enterplan, Captain? Wir gehen über die Backbord-Bugseite rein und dann schwerelos zur Brücke. An Bord deaktivieren wir die Brücke und die Heckkampfsysteme. Verstanden. Nach Deaktivierung gehen wir über die Frachtrampe raus. Bestätigt. Tigris greift an, wenn ihr bereit sind. Lass unser
Unser Großer auf 12 Uhr. Im Blick. Tigris, haben Sicht. Bestätige Sicht. Deckungsfeuer. Komm mit rein, Raider. Dir nach, Fieber. Auf die Flak aufpassen. Seh ich. Küstenwacht Jackal abgeschossen. Absprungzone voraus. Absprung in 3, 2, 1. Los, los, los. 1, 2 ist raus. 1, 1 ist raus. Direkt voraus, Sir. Gut, gehen wir. Feindkontakt. Ausschalten. Vordringen zur Brücke. Wir brauchen Unterstützungsfeuer bei den Skulls! Verstanden, schon dabei! Weiter vor! Bestätigt. Tigris sind außen an der Brücke, bereit für den Durchbruch. Verstanden. Warte. Schließe sie kurz. Los, rein da! Staff Sergeant, den Ausgang decken. Ethan! Primärwaffen ausschalten. Nein, Sir. Salt, auf die Fenster achten. Aktiviere Schwerkraft. Ich hole die Offizierskarte. Die Karte schnappen und loskämpfen. Tigris, Primärwaffen erledigt. Weiter zu den Sekundären. Verstanden. Den Liftschacht runter, los! Leise, Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Verstanden. Aufmachen. Brücke ist erledigt. Warte, nicht verortet. Verstanden. Absperren und durchsuchen. Hilfsbereich benötigt. Wiederhole. Unten überprüfen. Hilfsbereich benötigt. Mist. Sicher. Alles sicher. An die Arbeit, Ethan. Sekundärwaffen deaktivieren. Die Offizierskarte öffnet die Konsole, Captain. Klicke mich ein, Captain. Waffen abgeriegelt, dann los! Sir, ich habe etwas anderes gefunden. Sieht wie feindliche Kriegsschiffpositionen aus. Können Sie das ziehen? Schon runtergeladen, Sir. Sehr gut, dann los! Tigris, Waffen deaktiviert. Gehen zum Ausgangspunkt. Staff Sergeant, bringen Sie uns raus. Ausgezeichnet, Sergeant. Scar-Team, Vorsicht! Ares wird gleich die Kampfzone verlassen.
Bringen Sie Ihr Team sofort runter vom Schiff, Captain. Wie viel Zeit haben wir? Höchstens 3 Minuten. Siege, Waffen freigegeben. Verstanden. Verbündete in der Nähe. Achtung. Durch die Tür, los! Bei der Strebe. Warte! DNA, Reyes. Los. Vorrücken zum Kontrollraum. Bewegung! Wir haben Ihre Aufmerksamkeit. Hup, die Zeit läuft. Wir müssen los. Ich höre uns weiter zum Kontrollraum. Druckabfall! Festhalten! Okay. Tigris, wir brauchen Vögel! Verstanden! Schicke Jackals! Es kommen Schützen! Mission abgeschlossen. Tigris, Scarflug ist unterwegs. Startcom hat Tigris für einen Einsatz außerhalb der Einsatzzone freigegeben. Wir sehen uns sicher wieder. Wir sind die Einzigen, die den Feind fernhalten. Guten Flug, Captain Reyes. Danke, Captain Farron. Captain Reyes, wichtige Nachricht vom Admiral. Durchstellen. Ja, Sir. Hier kommt sie. Commander Reyes, Stratcom hat einen Flottenfunkspruch entschlüsselt, den Admiral Koch 6 Stunden vor dem Angriff abgeschickt hat. Okay, Admiral, fahren Sie fort. Heute startet die Flotte die Eroberung. Hier und jetzt werden wir die Herrschaft und den Einfluss der Erde beenden! Letztes Gefecht sein. Verstanden, Sir. Schiff weiter repariert, Sir. Hangardeck einsatzbereit. Gute Neuigkeiten. Ich schreibe gleich mal einen Einsatzbericht. Ethan, begleite Sergeant Omar. Hilf ihm bei dem Bericht. Ja, Sir. Ich hab das schon im Griff, Captain. Ohne Zweifel. Du hast deine Befehle, Ethan. Natürlich, Sir. Erzwungene Zweisamkeit für die zwei? Das würde ich gern sehen. Ich wette auf Omar. Ich tippe auf Ethan. Sie haben ein feindliches Schiff geentert? Da kann ich nichts zu sagen, Boss. Ich interpretiere das als ein Ja. Als ein sowas von Heute Ja. Heute wird Geschichte geschrieben. Gehen wir hoch, Reyes. Mal sehen, was wir haben. Es könnte viel passieren. Und was? Entweder halten wir sie mit diesen taktischen Einsätzen zurück. Oder? Oder die SDF schneidet uns mit einer Blockade ab. Wir kommen wieder nach Hause, Salt. Ich weiß. Captain, Lieutenant. In den Nachrichten kommt ein Bericht über die Portalschlacht. Gucken ich Sie mit. Passe. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten.
hochgehen? Macht euch gemütlich. Das wird gut, Mann. Ich hoffe, die SDF sieht zu. Hölle mit denen! Yeah. Ruhe! Es fängt an. Hafen von der SDF zurückerobert. Der Hafenkomplex ist das primäre Fracht-, Handels- und Passagierterminal der Erde. Eine Kooperation der Portal-Küstenwacht, Verteidigungstruppen und Spezialeinsatzkräften wie dem Elite-Scar-Team der Marine und den Unser-Marines hat die SDF Scar-Team vor! Für auf die Medienvertretung der Unser-Streitkräfte war das wen hat man den Arsch aufgerissen? UNSA! Los, Red! Los, Tigris! Okay. Wieder alles sauber hier. Oh, hast du einen Oculus drauf, ja? Das wird ein langer Tag, Fever. Ja, 6 bis 12 wird heute nicht reichen, Raider. Captain hat die Brücke. Steuer nach links, Kurs 270. Aye, Sir. Wie sieht es mit den Infos aus? Mac. Kleine Präsentation. Wann immer der Captain bereit ist. Ja. So, jetzt kann man, glaube ich, ins Scar-Team wieder zurück. Ah, ist das super. Hallo, Computer. Einsatzberichte, auch so eine Bedrohung. Das ist ein geheimer Bericht über den Kriegsgefangenen aus Genf. Nach dem Einsatz unserer Artis-Geschütze gegen die Flotte versuchte der Agent Ria, das Artis-System zu zerstören. Das hätte die Erde verwundbar gegen Luftangriffe gemacht. Zurzeit ist unklar, ob man die Geschütze von einem anderen Ort aus zerstören kann. Ich werde Sie über jegliche Entwicklungen informieren. Rains Ende. Heute startet die Front die Eroberung. Hier und jetzt werden wir die Herrschaft und den Einfluss der Erde beenden. Unsere Welt steht am Anfang. Ihre stirbt. Das Losreißen reicht nicht. Wir werden sie brechen. Ihre Städte werden brennen und die Seiten ihrer Geschichte. Mars in Eternum. Waffenkammerkontrolle. Die Schusswaffenbehörde war überraschend da. Wusste ich gar nicht. Unsere geschäftigen russischen Brüder betreiben da ein kleines Import-Export-Geschäft mit ihren Freunden aus Kanada. Eishockeyspiel gegen Militärausrüstung oder so. Illegal. Und wie? Die Marine hat die Behörden informiert. Flottenweite Inspektion, ganz große Nummer. Sie durchsuchen hier alles? Sie waren vor 5 Minuten hier, haben kurz auf das Inventar geschaut und ich habe ihren Abzug auf 5 Pfund eingestellt. Haben mir einen Hut gegeben. Nett. Waffen, Alkohol, Tabak. Es gab mal eine Zeit, da bekam man Whisky, Zigaretten und einen Colt im Supermarkt im gleichen Gang. Die guten alten Zeiten. Noch so ein Zeichen, dass ich zu spät geboren wurde. Lieber im Wilden Westen? Der Wilde Osten, China im 9. Jahrhundert, Tang-Dynastie. Erfindung des Schießpulvers. Da gehöre ich hin. Da kennt sich jemand mit Geschichte aus. 6. Klasse, Buchvorstellung bei Miss Trillscott. Die war mal so richtig streng, hatte aber andere Qualitäten. Konnte den Unterricht kaum erwarten. Was gab's denn für eine Note? 3-, absichtlich mit Bleistift geschrieben. Das hat sofort eine Stunde Nachsitzen bei Miss Trillscott gegeben. Mission erfüllt. Ich mochte die Schule. 6 Stunden am Tag immer die gleichen Anweisungen. Das kenne ich. Im Gleichschritt marschieren, gleich anziehen und den Regeln folgen.
Ein wenig Struktur und Gruppenmentalität wirken Wunder. Soldaten sind keine Schafe. Überhaupt nicht. Aber jede Maschine hat Räder, Federn, Bolzen, Spulen. Alleine völlig harmlos. Aber an der richtigen Stelle eingesetzt. Und schon hat man etwas Starkes und Präzises. Das sind keine Schafe. Miss Trescott war eine gute Lehrerin. Was die Feinheiten der Kriegsführung betrifft, bin ich natürlich überfragt, Lieutenant. Aber ich soll verdammt sein, wenn wir nicht etwas Trost in der Schönheit einer Waffe oder einer Lehrerin finden. Okay. Okay, bereit für den großen Tanz? Aber immer doch, Fliegers. Okay, also Admiral Rains, ein sehr weiser Mann, hat angeordnet, dass... Wirst du jetzt etwa zum Schleimer? Du schleimst dich ein. Das ist die Navy, also sehr wässriger Schleim. Darf ich fortfahren? Bitte. Vielen Dank. Im Zuge des vom Admiral erlassenen progressiven Kommandodekrets beinhaltet unser Evaluationsprozess ein Interview durch einen Truppkameraden lateralen Ranges. In diesem Fall meine Wenigkeit. Ich weise darauf hin, dass auch ich mein Gespräch mit dir aufzeichnen werde. Also sieh dich vor und benimm dich, Lieutenant. Verstanden. Sprechen wir über deinen disziplinarischen Bericht. Lieber nicht. Es steht auf der Liste, Salt. Also gut. Es gab Probleme mit Major Kenny. Major Kenny war ein elender Angeber, den man ins Gehirn geschissen hat. Und seine Frau war eine eingebildete Schlampe. Oh Mann, das werde ich rausschneiden müssen. Mach's halt. Nun, erzähl uns einfach die Schlangenscheiße-Geschichte, um zivilisiert zu bleiben. Ja, das wirst du rausschneiden müssen. Ich weiß. Gut. Ich höre, wie dieser Kerl in der Bar erzählt, dass er den Rekord fürs Tieffliegen hält und unter Schlangenscheiße durchfliegen kann. Also mische ich mich ein. Natürlich tust du das. Und ich sage ihm, dass er den Rekord fürs Tieffliegen höchstens einstellen kann. Weil man am Ende nur landet. Bingo. Ich sehe den Kerl dann am nächsten Morgen auf dem Weg zum Transporter und sage, Guten Morgen, Schlangenscheiße. Und er antwortet, es heißt Major Schlangenscheiße, Lieutenant Sorter. Und das war Major Kenny. Ganz genau. Wir kamen fortan nie miteinander aus. Du bist im Tiefflug über den Garten seines Hauses in San Anselmo geflogen, während seine Frau den Club der Offiziersfrauen empfing, Salt. Ich wollte nur selbst das Tieffliegen üben. Es muss wohl ziemlich viel Chaos angerichtet haben. Du hast die Fluglizenz verloren. Mehrmals. Als der Major sich zur Ruhe setzte, unterzeichnete er noch das Gesuch nach meinem Distinguished Flying Cross. Er ist wohl drüber hinweggekommen. Wieso sollte man dich wieder ranlassen? Ich habe alles, was man braucht. Kann Risiken einschätzen. Mein Multitasking ist einfach... unschlagbar. Und ich hole das Maximum aus mir und der Ausrüstung raus. Wenn es brennt, komme ich zum Löschen. Das ist mal klar. Ich habe keine Einwände. Auch besser so. Na schön. Ich glaube, ich bin hier fertig. Okay, Reyes. Jetzt du. Ich bin nicht so nett wie du. Verstanden, Fieber. Okay. Kommt da noch was? Das läuft ja schon noch bis zum Ende, also... Nö. Schade. Täuschen mich meine Augen oder ist dein Jekyll-Pilotenass auf meiner Brücke? Ich wollte immer mal sehen, wie die anderen leben. Also, was beschert mir das Vergnügen? Ich schau nur mal so vorbei, Gator. Ach Quatsch, sie schnüffeln hier für 8 hochqualifizierte Piloten rum, die sich hier oben nie blicken lassen würden. Ich bin auf einer Mission. Ich wusste es. Lassen Sie mich raten. Operation, warum war der Admiral an Bord, oder? Ich wusste gar nicht, dass der Admiral hier ist. Captain Alder und die Hälfte von Stratcom haben ihr 2 Martini-Frühstück beendet, um alles zu besprechen. Da stimmt was nicht. Warum Sie? Münzwurf. Das glaube ich nicht. Das ist Ihre Staffel. Die Leute blicken zu Ihnen auf. Wenn Sie sitzen und ich stehe vielleicht. Also, was haben Sie für mich, was so wichtig ist? Diese Bilder hier kamen heute Morgen von Captain Alder. Entdeckt von einem Verteidigungsspektroskop. Tiefenscan. Ist absolut riesig. Heiliger Scheiße. Sind 300 Meter Länge, vielleicht 50 breit. Ein riesiges Feindschiff. Wird schwierig, damit einen Parkplatz zu finden. Ich werde langsam kribbelig. Wenn Gott die Marine auf festem Boden gewollt hätte, wäre der Himmel braun. Piloten sind keine Fußgänger. Bisher ist noch niemand mit dem Himmel zusammengestoßen. Auch wenn die Retribution manchmal schon etwas sperrig ist. Meinen Sie, sie brechen die Feierlichkeiten ab? Wegen eines verschwommenen Bildes? Ja, klar. Die haben auch die Evolution nicht wegen Nessie abgesagt. Bei der Sache stehen viel Konfetti und jede Menge Stolz auf dem Spiel. Die Show muss weitergehen. Ich wäre aber lieber auf Patrouille.
Ja, das sehe ich auch so, aber das bleibt unter uns. Ich verrate Sie. Denken Sie daran, dass ich die Hangartore von hier oben steuern kann. Diese plasmasphärischen Winde sind ziemlich nervig, falls man mal ausgesperrt wird. Dann hätte ich jeden Sorte auf den Hals. Der Nuklearschlag mit Pferdeschwanz. Danke für die Information, Gator. Beehren Sie uns bald wieder. Beehren Sie uns bald wieder. Das haben wir, glaube ich, gerade jetzt schon gesehen. Die Kämpfe auf der Mondoberfläche endeten, als Sato-Truppen den Mond... Gut. Wir sagen an dieser Stelle machen wir einfach einen Cut und sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge. Oh, hier können wir auch nochmal gucken. Luftstreitkräfte außer äußere Planetenstaffel, Asteroidenkernstaffel, was haben wir hier? Überwachung und Einsätze. Na gut. Dann sehen wir uns. Das haben wir ja alle schon gesehen. Okay. Gleich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.